Willkommen zurück zu meiner Wanderung auf Tolkiens Spuren. Wir verlassen Interlaken am 22. September 2021 mit dem Zug nach Lauterbrunnen. Der junge John Ronald ist am 29. Juli 1911 in Interlaken angekommen und nach einigen Tagesausflügen ging es für ihn dann wohl am 1. August los. Über Wilderswil, Sachsetin und Isenfluh ist er laut Alex und Elizabeth nach Lauterbrunnen gelaufen und vermutlich über die Krütschalb, von der aus die Wanderung für uns startet, nach Mürren und weiter über Gimmelwald und Stechelberg nach Obersteinberg gewandert. Für den ersten Tag hatte ich eine Wanderung über 14 Kilometer geplant. Meine Mitreisenden haben mich zum Glück davon überzeugen können, den ersten Aufstieg über 1,5 Kilometer mit der Seilbahn zu fahren, was sich später als äußerst günstig herausstellte. Wir selbst sind ca. 600 Meter hinunter in das Tal der Sefinenlütschine, auf der anderen Seite wieder 800 Meter hinauf am Tanzbedeli vorbei und wieder 200 Meter hinunter nach Obersteinberg gewandert. 1911 gab es diesen Weg noch nicht und somit sind wir wohl ab Gimmelwald von Tolkiens Fahrt abgekommen. Oben angekommen hat man schon direkt am Bahnhof einen wunderbaren Blick auf die Jungfrau und das leicht vorgelagerte Silberhorn. Tolkien schrieb 1967 in einem Brief an seinen Sohn Michael: Wir gingen zu Fuß, schwer bepackt und hauptsächlich über Bergpfade, praktisch den ganzen Weg von Interlaken nach Lauterbrunnen und dann nach Mürren und schließlich bis ins hinterste Lauterbrunnental in eine Moränenwildnis. Wir schliefen hart, die Männer, oft auf dem Heuboden oder in Kuhställen, da wir nach der Karte gingen, Straßen vermieden, nie buchten und uns nach einem dürftigen Frühstück jeweils im Freien ernährten. Hier sieht man im Hintergrund die schönige Platte, von der man ins Lauterbrunnental hineinblicken kann. Tolkien war vermutlich dort und hat eine Skizze angefertigt. Denn sein Gemälde von Bruchtal, das er 1937 für den Hobbit anfertigte, sieht dem Lauterbrunnental aus dieser Perspektive sehr ähnlich.
Mürren wird als erstes im 13. Jahrhundert als Ufte Muren erwähnt. Tolkien wird am 4. August 1911 durch den Ort gekommen und weiter nach Obersteinberg gegangen sein. 1930 wurde in Mürren die erste Skischule der Schweiz eröffnet und 1969 wurde auf dem westlich gelegenen Schlitthorn in dem dort befindlichen Drehrestaurant eine Szene aus dem James-Bond-Film im Geheimdienst Ihrer Majestät gedreht. Bereits im Ortskern von Gimmelwald haben wir hier einen kurzen Ausblick auf das Elstabhorn, den Tschingelspitz und das Gespaltenhorn. Etwa hier verlassen wir Tolkiens Pfad, der die Sefinenlütschine wahrscheinlich bei Wasserbrick überquerte und das Spitzhorn sehr viel weiter unten am Berg umrundete. Die dunkle Spitze, die man hier vor dem Breithorn rechts oben sieht, ist das Spitzhorn. Unser Weg führt etwa dort vorbei, wo der hellblaue Sonnenstrahl hinzeigt. Hier nähern wir uns über steile Pfade dem tiefsten Punkt der Tageswanderung und überqueren die Sefinenlütschine. Auf der anderen Seite geht es dann etwa auf einer Strecke von 3 Kilometern wieder 800 Meter nach oben. An dieser Stelle ist mir dann auch klar geworden, dass es sehr weise war, am Anfang die Seilbahn zu nehmen. Denn obwohl ich sicherlich nicht der unsportlichste Mensch auf der Welt bin, bin ich doch sehr schwer ins Schnaufen gekommen. Wie weit es mit meiner Kondition her ist, zeigte uns dann, als wir eine kurze Rast einlegten, ein Jogger, der an uns vorbeirannte. Ich selbst bin 2021 mit meinem Vater, einem erfahrenen Bergsteiger und zwei Bekannten unterwegs. Tolkien machte die Tour 1911 mit seiner Tante Jane Neave und seinem Bruder Hillary, sowie 12 weiteren Gefährten und 2 Wanderführern.
Fast oben angekommen am Tanzbedli oder Tanzboden hat man einen herrlichen Blick zurück durch das Tal. Unten in der Mitte sieht man lauter Brunnen, links darüber auf der Klippe sieht man Möhren. Hier sieht man von rechts nach links nochmal das Breithorn, das Großhorn, das Mittagshorn, Gletscherhorn und die Jungfrau. Nach einer für mich sehr anstrengenden Wanderung sind wir dann endlich in Obersteinberg angekommen, wo Tolkien sich 110 Jahre zuvor im Gästebuch verewigte. Aber davon berichte ich in einer kleinen Sonderfolge. Now far